Wer etwas ändern will, muss kreativ sein. Mit dem Motto wird natürlich die Kreativität ganz besonders herausgefordert. Die Städte stehen in einem Wettbewerb. Wer etwas besser machen will, muss kreativ sein. Wir konnten feststellen, dass das Thema des Jahres, Kreativität, von den Städten sehr gut angenommen wurde. Ab in die Mitte steuert er da rein, dass sich sozusagen kreative Köpfe zusammensetzen und in Form eines Wettbewerbs Ideen formulieren, die dann am Ende auch an den Start gehen. Das Beispiel der kleinen Stadt Hohenstein zeigt, wie aus Freude an Spiel und Spaß Tradition erwuchs und nun von Neuem zu kreativen Ideen anregt. Das Besondere an unserem Projekt ist die Verbindung zwischen unserem künstlichen Erbe, unserer Tradition, der Tradition des Handspumpspielers Max Jakob und dem neuen Stadterleben, was wir gerne in unserer Stadt initialisieren wollen. Das Kreative ist und den Geist von Max Jakob, unser Wahrzeichen des Hohensteiner Kaspers, in der Stadt neu zu beleben und auch mit kreativen, erlebbaren Dingen wieder der Bevölkerung, aber auch unseren Gästen zugänglich zu machen. Und das ist das Kreative an unserem Projekt. Wir haben dadurch viele Mitwirkende und der Traditionsverein Hohensteiner Kasper ist dabei. Unsere Tourismus GmbH, die Gastwirte sind dabei und viele ehrenamtliche Hohensteiner engagieren sich für das Projekt. Ja, ich als Inhaber der Hohensteiner Handspielpuppenwerkstatt habe das Gewerbe von meinem Vater und die ganzen handwerklichen Tätigkeiten vor 20 Jahren von meinem Vater übernommen. Ich bin selbst Mitglied des Vereins, Traditionsvereins Hohensteiner Kasper. Wir machen uns unheimlich viele Gedanken, wie wir hier mehr Leben in Ort bringen können. Unter anderem eben durch den Kasper. Wir wollen das Puppenspielhaus sanieren, haben uns viele Gedanken gemacht. Unter anderem haben wir selbst einen Kasper-Kalender entwickelt, den man für jedes Jahr verwenden kann. Hat sehr viel Arbeit und sehr viel Spaß gemacht. Und weiterhin arbeite ich aktiv im Traditionsverein Hohensteiner Kasper mit und versuche doch hier den Ort Hohenstein voranzubringen. Alles Dinge, die Ausgangspunkte für Ab in die Mitte-Projekte bilden. Wie es sich auszahlt, sieht man in diesem Jahr und wird man auch noch in den folgenden sehen. Hi, danke, danke. Ich bin der Kasper, der Hohensteiner Kasper. Und ich werde heute hier wahrscheinlich ausgezeichnet hier. ...29 kreative Beiträge. Eigentlich alle wären es würdig gewesen, Preisträger zu sein. Wir konnten nur einige auswählen und trotzdem haben uns viele versichert, sie werden weiter so kreativ bleiben.